Erstmal gucken. Okay, jetzt wieder hochkommen ist schwierig. Warum ist das so? Das ist da unten liegt auch sehr schwer. Sieht auch sehr schwer aus. Können wir aber nicht so einfach. Und so weit springen kann ich glaube ich auch nicht. Funktioniert das trotzdem mit der 5? Wie soll das? Funktioniert das? Denn ernst? Das hat geklappt? Okay, da bin ich aber ein bisschen nah dran. Dann müsste ich das Geländer vielleicht doch vorher schon mal. Bitte zerwemsen. Ich glaube nicht, dass der Kran kommt, wenn ich im Weg stehe. Hat nicht dumm gemacht. Das Problem ist, dass ja auch. Aber ich glaube, die könnte ich auch von unten machen. Okay. Mobile Ladung platzieren? Was ist das denn? Das sind die rechte Maustaste, mobile Ladung platzieren? Okay, es ist weg. Das heißt, jetzt können wir die eigentlich. Ne, wir müssen die Decke machen. Was ist das? Und vom Kran nicht erreicht werden. Okay. Jetzt komme ich allerdings auch nicht mehr hoch, ne? Wie ich schon gesagt hatte. Das heißt, wir müssen jetzt alles von unten hier machen. Oh. Das ist ja wie Elden Ring hier. Halt, stopp. Nee, den nicht.
Nicht die unten. Die da oben sind das Problem. Die da oben. Außen, oder? Ja. So, ein Glück habe ich lange Arme. Nicht lang genug. Mach das mal. Den hier muss ich aber eigentlich auch. Oha. Muss hier unten leider auch ein bisschen ran. Da komme ich nicht ran. Nee. Nee. Mal gucken, was wir von außen rankommen. Irgendwie muss es ja gehen. Oh, sieht doch fantastisch aus. 140 Kilo. Ah. Das hier auch. Das hier können wir mitnehmen. Das hier. Sehr, sehr gut. Halt ruhig alle runter. Okay, theoretisch können wir. Nicht entriegelt. Ah ja. Und das ist dein einziges Problem ist, das können wir lösen. Er macht es. Das mit dem hier auch machen? Coin is trying to lift the load. Komm erstmal weg. So, was war jetzt? Mit lift the load? Coin transport to load to sorting place. Das kann ich also nicht in eine Warteschlange reinpacken. Kann die Ladung nicht erreichen. Okay. Die Wand steht also tatsächlich im Weg. Ist ja frech. Na gut. Müssen wir doch von außen ran. Oh, so viel außen gibt's hier gar nicht. Okay, von hier aus müsste es aber gehen. Da komme ich auch mit der Hämmer ran. Hallo? Ja, hallo?
Na also. Und weg ist es. Perfekt. Cool. Wenn nur noch das, dann ist die Ebene auch erledigt. Müssen wir aber auch irgendwo mal Bilder finden, ne? Wie sieht es denn bei den anderen aus? Da fehlt noch ein bisschen Gold. Und noch ein bisschen Eisen. Kerosin, hochlegierter Stahl und Säure. Also bestimmt irgendwo im Rumpf. Im Rumpf versteckt. Liegt hier draußen rum. Komm ich da irgendwie hin? Komm ich. So. Was ist das? Ich glaube, so lange Arme habe ich nicht, oder? Was sind das hier eigentlich? Rücken zum Zerstören. Nee. Ich. Oh Gott, ich glaube, das wird aber passieren, wenn ich die hier zerstöre. Aha, genommen. Ist zu weit? Wieso ist das zu weit? Oder kein Ziel für das Seil? Hä? Na doch, hier gucke. Geht nicht? Aber da liegen Sachen drauf. Okay. Auch was zum Rausheben. Ja, Kran. Ja, dann müssen wir das hier auf jeden Fall als erstes hier erledigen. Was liegt denn hier rum? Tief. Brücke zum Heben. Hab ich. Okay. Das nicht geht. Ah. Nee. Scheiße. Warte. Jetzt haben wir's. Da ist ein Fisch. Glückwunsch, du hast Fischtrophäe gefunden. Danke. Ja, das wollte ich schon immer mal haben. So, deswegen bin ich jetzt hier hochgesprungen.
Wegen dem Fisch. Ich will das Zelt erst hier runterdrücken. Erst so und dann so, ich weiß. Würde das reichen, wenn wir jetzt. Das ist ja bloß eine Etage drunter. Das aber eigentlich auch, ne? Ja, okay, komm. Das kann ich aufsammeln. Halt, ne, hier nicht. Den Boden noch nicht. Erstmal die Wände. Wir wollen hier gucken, was auf der anderen Seite ist. Beziehungsweise auf das, was auf der anderen Seite ist, auch ankommen. Tag zu viel. Zu viel Verantwortung, ich weiß. Okay, Lappen haben wir genug. Gibt doch irgendwo einen Elektrokasten. Ein Bild. Das Bummi macht und unten ist er, ne? Ja, okay. Gut, das war die Tür. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir das Dach wegschrubben. Oder den Boden. Je nachdem, ob man oben oder unten liegt. Was? War noch nicht getrümmert. Okay, ich glaube, es wäre gut, wenn ich unten stehe. Eigentlich wäre es nicht gut, aber ich stehe unten. Wenn das Dach runterkommt. Die Decke, jetzt ist die Decke. Au, 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 au. Ja, Lappen haben wir jetzt genug.
Die Wand stört mich ein bisschen. Sprich, dass die einfach so dasteht. Was der Laubenwand. Easy. Kann ich hier nicht eigentlich schon... Nee. Na, dann machen wir erstmal hier. Dann machen wir hier mal klar Schiff, ne? Was? Ich habe schon 100 Kilo. Hier kriege ich eine super gute Verwertung hin. Hat er hier auch noch? Hat er. So. Hammer. In den Hammer in die Hand. Na, die habe ich vergessen, tut mir leid. Also ich würde sagen, jetzt ist immer noch nicht Platz. Ach, das sind zwei. Das sind zwei, die übereinander liegen. Ah. Ja, ich weiß, aber du räumst den doch weg, dann hast du... Oh, warte, ist das... Doch, jetzt geht's. Wollte gerade sagen, ist das etwa ein Perk oder irgendwas, was ich mir dazu kaufen muss, damit er das machen kann? Und ich Dinge in eine Warteschleife legen kann, aber nee. Der Warteschlange. Ja, eigentlich kann ich jetzt eins runtergehen, obwohl ich kann auch einmal mit dem Hammer hier drauf rumhauen. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Helm auf, ne? Sicherheit ist ja nicht unbedingt. He's coming, he's coming, he's here, have no fear, okay. Okay. Oh, cool. Eins haben wir schon. Pro Tag am Computer beanspruchen. Nee, warte mal. Kerosin? Warum Kerosin her? Na gut. Wir geben ab, wenn wir abgeben.
Der LKW hat ja jetzt 7 Tonnen. 8. Krass. So, Hammer. Dann sorgen wir mal dafür, dass ja alles zusammenbricht. Okay, die Wände wahrscheinlich nicht. Okay. Und hier, was kann ich sagen? Ach doch, warte, hier. So, dann bricht mal together. Hier kommen wir gar nicht so einfach rum. Okay. Dann bahne ich mir halt den Weg. Ne? Irgendeiner bahnt immer. Hier ist das noch nicht runtergedrückt gewesen. So. Da bin ich. Das ist recht viel Kram. Vielleicht machen wir doch erstmal die Wände weg. Dann können wir besser schmeißen. Ich würde sagen, haben wir irgendwas zum Hämmern? Hammer. Oh, Moment. Arm kurz schütteln. Was ist das denn? Weg ist es. Hier auch. Und ihn weggeputzt.
Hier drüben auch noch was? Hier hat er. Da ist auch tatsächlich noch was zum Hämmern. Was denn jetzt? Ja, ist mein Hammer kaputt oder warum kann ich den nicht mehr auswählen? Ich will doch nur, dass alles umkippt. Ist denn zu viel verlangt? Ich glaube, die Ebene ist damit erledigt. Wo hat sie denn da noch ein Bild versteckt? Ein Elektrokasten fehlt noch. Na gut. Also. Rücken, um zu zerstören. Will es eigentlich nicht hier runter, weil ich da nicht hochkomme. Oh, da ist doch nichts weiter. Habe ich schon zerstört. Ach, die Dinger waren da fest befestigt, ne? Warum soll ich dann drücken? Das ist ein Fehler? Egal. Warum ist das so krumm? Ich mich da gar nicht drauf einrichten und in eine Richtung laufen und klicken. Hä? Ah, hier ist wieder was.
Ah, ich glaube, ich habe öfter zugeschlagen als Thor mit seinem Hammer. Oh, Captain, my Captain. Oh. Ja, anstrengend. Was sie hier? Hast du keine Reaction zu machen heute? Basti, ich danke dir für dein Abo. Im 16. Jahr. Noch zweimal, dann bist du volljährig. Habe ich gestern schon? Frech. Wie geht's dir denn? Erst jedes Mal erzählen wir, dass wir uns mal wieder treffen sollten. Und dann machen wir es nicht. Irgendwie frech. Von dir natürlich. Ja, muss irgendwie. Du hast ja Angst vor dem dritten Date. Ja, stimmt. Stimmt. Dann würde ich vielleicht küssen. Nee, aber schön, dass es dir gut geht. Warum macht er die nicht kaputt? Oh, doch, hat er jetzt. Das. Hat wieder bloß einen Teil gemacht, ne? Er schafft es bloß in einem gewissen Umkreis, die Dinger kaputt zu schlagen. Möchtest du nicht mehr in die Mitte gehen? Oh, oh, warte mal, stehe ich günstig oder ungünstig? Ich glaube, jetzt ist alles kaputt gegangen. Da ist der Tug. Wie geht die denn weg? Wahrscheinlich bloß von unten, ne? Discord haben wir uns schon mal geschrieben, oder? Ich glaube, du bist in meinem Discord, oder? Und ich in deinem. Ja, würde ich. Ja. Jetzt wollte ich was sagen, hab's wieder vergessen. Nee, da schreibe ich dir einfach mal. Und dann treffen wir uns einfach mal wieder. Du überlegst, ist ja eigentlich schon wieder Jahre her, ne? Und so weit auseinander leben wir gar nicht. Ist schon komisch. Lang ist ja eben. Dann gibt's ja wieder Tycoon News. Ach komm, hör auf mit deinen Tycoon News. Die will doch keiner gucken. Hier, das hier hat Aufruf gehabt. Ship Graveyard Simulator. Tycoon News.
Ich will die gucken. Mein Videoschnittprogramm ist zu alt. Und alle anderen sind so teuer. Jetzt habe ich schon meinen neuen YouTube-Kanal. Wie, du hast einen neuen? Hä? Wir werden auf deinen. Auf. Hä? Ich krieg immer von. Also von YouTube kriege ich immer noch angezeigt deine Reactions. Hast du noch einen zweiten Kanal oder? Also ich sehe nur noch Reactions von dir. Auf, ja, quasi auf Musik. Da kommen meine AI-Songs drauf. Ah, probierst du mit Suno? Oder was heißt probierst du? Spielst du ein bisschen mit Suno rum? Oder singst du selber? Suno und Udio. Udio kenne ich gar nicht. Udio ist mir völlig neu. Aber Suno, ne? Oh, was ist denn jetzt mit meinem OBS los? Nein, das spielt das gar nicht ab. Warum spielt er das nicht ab? Weil ich Steam Deck nicht angemacht habe. Ich muss Steam Deck immer ausmachen und neu starten, damit OBS das Ding erfassen kann. Was hat OBS denn eigentlich für ein Update gemacht? Wieso habe ich hier zwei? Hä? Der Sound sieht komisch aus. Darf ich denn noch Stream des OBS hier drin stehen? Ach, das ist doch Elgato-Knorke. Musst du vielleicht mal bei Elgato gucken? Das Steam Deck ist gar nicht an. Ja, dumm. War ja dumm von mir gelöst. Ne? Dabei wollte ich bloß das kurz anspielen. Ich blöd, Mann. Ach, unfassbar. Nix klappt. Audio klingt realistischer, aber schlecht abgemischt vom Sound, finde ich. Okay. Und nimm doch zur Videobearbeitung DaVinci. Ich habe tatsächlich DaVinci runtergeladen. Ich habe noch nicht gestartet. Ich habe in irgendeinem YouTube-Video habe ich einen Titel gelesen, warum man DaVinci nicht nutzen sollte. Gibt es da eine Bezahlversion von DaVinci? Also ich weiß nicht, was das YouTube-Video da ansprechen wollte, aber weil ich habe es nicht geguckt, ich habe bloß den Titel gelesen und war schon absolut beeindruckt davon. Ich habe mich von einem Titel influenzen lassen und habe es nicht mal gestartet. Weil ich mein altes Programm plötzlich wiedergefunden habe. Das schon 10 Jahre alt ist. Mit dem ich übrigens die Tycoon News gemacht habe. Weil, wenn dieser Stream zum Beispiel abbricht, dann läuft der Stream für Twitch weiter. Und deshalb habe ich da VODs, die 5000, nein, die 1000 Stunden lang sind. Und die kann ich bei Twitch nicht highlighten, damit ich es zu YouTube rüberschieben kann. Also muss ich die Dinger runterladen mit der Bambusleitung. Zum Henker kriege ich die Dinger ab. Die stören doch jetzt total. Egal. Dann muss ich die halt da drin schneiden.
in meinem 10 Jahre alten Tool, was ich mal günstig für 10 Euro geschossen habe. Ich hatte vorher Vegas, aber DaVinci ist genauso gut. Kostet nichts. Ich hab vergessen, wie meins heißt. Warte mal. Aber wenn ich jetzt auf den Desktop gehe, dann sehe ich doch wieder nichts mehr. Habe ich das überhaupt auf dem Desktop? Ja, komm. Dann stelle ich halt. Wie ich einfach nicht auf den Desktop gehen kann. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Wo ist diese verdammte Software? Okay, Handbrake habe ich wieder runtergeladen, damit ich schnippeln kann. Macht's leichter. Das war übrigens ein Krampf. Ich habe versucht, ein TikTok-Video zu bearbeiten. Und der kam mit dem Format nicht klar. Ach, Vegas, tatsächlich Vegas. Ja, dann ist es Vegas. Vegas 14 ist das. Vegas Pro 14. Ganz frisch. Aktueller geht's gar nicht. So, warte, wo ist das Spiel? Hier. So, ich bin wieder drin. Vegas 14 Pro. Aber irgendwann haben wir all die Professionellen, haben wir dann irgendwie mit Abo-System angefangen und das ist, nee. Für das bisschen, was ich mache. Hätte Vegas Platinum 13. Ich habe bloß die Vegas Pro. Platinum ist, glaube ich, noch mal höher, ne? Ich hätte nur Vegas Pro 14. Hatte ich bei Humble Bundle mal geschossen. Mal jetzt geschenkt bekommen. Ist aber kein Abo. Ach so, das Platinum. Okay. Noch günstiger weggekommen. Ist unfassbar. Man spart, wo man kann, ne? Ja. Und ich glaube, vor ein paar Monaten gab es bei Humble auch mal wieder so ein Paket. Aber da wurde dir halt nicht das Tool selber verkauft, sondern halt wieder 6 Monate Abo. Ja, was soll ich denn mit dem Scheiß? Das ist doch bekloppt, dass es alles nur im Abo ist. Das Ganze bei professionellen Leuten machen, die das ständig brauchen. Aber nicht für einen, der das ein oder zweimal im Monat mal benutzt. Moonlight und Helldivers? Warum startet der 2 Spiele auf einmal? Yarp, Suno, Udio und Videobolt sind teuer genug. Suno ist doch gar nicht so teuer, oder? Hat mir letztens, Lia gesagt, ich soll doch einfach von Suno das Premium-Dings nehmen. Dann erstelle ich mir 500 Songs und kann Spotify Abo dicht machen. Und auf Twitch Suno-Songs abspielen. Ohne Copyrights. Das war Lias Idee. Sieht ganz schön, das Schiff. Das ist, glaube ich, erst das dritte. Oder das vierte, ich weiß gar nicht. Also sind 3 Abos, da kommt dann was zusammen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Abos kosten, aber... Ne, also wenn ein Abo bloß 2 Euro pro Monat kostet, dann ist es nicht mehr so viel. Musst halt Netflix wegnehmen.
Du musst halt anfangen, mit YouTube Geld zu verdienen. Ganz einfach. Also um die 10 Euro im Monat. Das ist bei Suno so viel? Ja, warte, vielleicht habe ich bei Suno nach dem Jahresabo geguckt. Da kriegst du immer noch ein bisschen Rabatzki. Obwohl, kann schon sein, dass da waren vielleicht 9 Euro oder so. Aber ich kenne die ganzen. Hör mal auf. Ein Management hat sich bei mir gemeldet und wollte mir helfen, mit meinen Reactions Geld zu verdienen. Hab nicht geantwortet, das hatte ich auch schon, aber nicht mit Reactions. Oh, haben die direkt Reactions angesprochen? Also bei mir war es eindeutig einfach fake, was da ankam. Es ging direkt wieder weg. Ich weiß gar nicht, was Yarp ist. Und Videobolt? Macht er dann, macht Videobolt, macht Videos zu deinen Songs? Hab mich auf Instagram angeschrieben. Instagram. Ja gut, bei Instagram bin ich auch, aber... Da habe ich, glaube ich, 2 Bilder auf Instagram. Auf Instagram. Yarp bedeutet ja. Achso, Yarp ist. Audio. Das muss ich mir. Warte mal. Wo ist mein Discord? Hier. So, Bot Spencerino bekommt jetzt die Info, dass es da ein Audio gibt. Obwohl, Audio hat eigentlich auch was von Audio. Also, warte mal, natürlich hat es von Audio. Oder eigentlich von Video. Audio, Audio. Ah, okay. Verstehe ich. Und was hast du noch gesagt? Videobolt? Würde ich mir aufschreiben, damit ich mir das mal angucken kann. Irgendwann mal. Ja. Mit Videobolt macht man Videos, aber auch kleine Sachen für YouTube. Und machen wie eine kleine Szene, die die Leute erinnert zu abonnieren. Ah. Habe ich jetzt bei OBS automatisiert. Das ist dann zwar für die, die auf Twitch eh zugucken, jetzt nicht unbedingt sinnvoll, aber jede halbe Stunde wird das eingeblendet bei mir. Die Streamzeiten. Die Szene und mein Bot steuert das dann. Aber hast du denn vorher geguckt, was das für ein Management ist? Ob die irgendwo jemanden unter Vertrag haben? Quasi? Das macht man doch dann. Gucken, ob irgendjemand anders... Das heißt, die haben keine Webseite, dann ist es schwierig. Oder keine Liste. Aber wie will man denn mit Reactions Geld verdienen? Kriegst du dann bezahlte Videos oder was? Wenn du darauf reagierst. Aber da musst du schon... Ah. Ich weiß nicht.
Was denn? Sind das jetzt zwei verschiedene? Oder drei? Nee, ich will es nicht zertrümmern. Noch nicht. Ja, an der Seite dran. Also sehe ich hier nochmal rechtzeitig. Man sagt, das wäre der feinste Fressladen zwischen hier und San Francisco. Tut mir leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht. Bitte sehr. Mhm. Weg. Erstmal, hallo John. Endlich wieder in Deutschland. Urlaub schon vorbei? Wie war's Essen? Das Wetter wissen wir, aber wie war's Essen, John? Wie war's Essen? Internet war kacke. Wetter war heiß. Und das Essen? Naja, war okay. Hattest du Spaß in deinem Urlaub? Frag es mal so. Ja, die meinten, sie hören. Sie hätten Erfahrung mit Reaction-Kanälen und könnten helfen, dass die Videos monetarisiert werden. Das ist bei Reactions wohl nicht so einfach. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, auf was man reagiert. Wenn du auf Musik reagierst, ist es, glaube ich, schwieriger. Geht. Ja, dem ist langweilig, glaube ich. Welche Richtung müsste ich jetzt hier? Okay, ich bin richtig. Ja, also, Party, du kannst gerne deine Kanäle hier in den Chat reinschreiben, aber ich merke mir das nicht. Das heißt, du musst sie dann wahrscheinlich über Discord zu mir schreiben, sonst vergesse ich das wieder. Ich vergesse das immer, deshalb schreibe ich im Discord immer meinen Bot an mit irgendwelchen Informationen.